Hiermit begrüße ich euch als Studienfachberater vor der Halle Lebensmitteltechnologie und lade euch zu einem Rundgang in unsere Halle, in unsere Technikumshalle Lebensmitteltechnologie ein und möchte euch zeigen, welche Ausstattung wir haben und woran ihr in Zukunft arbeiten werdet. Für unseren digitalen Hallenrundgang haben wir uns zwei Beispiele ausgesucht. Wir schauen uns einmal das Beispiel Milchverarbeitung an und dann noch ein wesentlich interessanteres, die Bierherstellung. Für die Milch, wisst ihr, wenn ihr in den Supermarkt geht, es gibt entrahmte Milch, es gibt fettarme mit 1,5 und es gibt Vollmilch mit 3,5% und Sahne über 10% Fett. Die Frage ist, wo kommt das her? Das wollen wir euch jetzt zeigen. Wir wollen mit euch die Frage klären, wie erhalten wir den standardisierten Fettgehalt, was heißt homogenisiert und was heißt ultrahoch erhitzt. Die Milch wird nach der Anlieferung im Betrieb zunächst standardisiert, aufgetrennt in einem sogenannten Tellerseparator. Der Tellerseparator funktioniert wie ein Karussell, was ganz schnell rotiert und die schwerere Komponente, sprich die entrahmte Milch, 0,1% Fett in unserem Beispiel, wird nach außen gedrückt, kann unten abgetrennt werden. Die leichtere Sahne schwimmt nach oben auf. Der Prozess wird durch die Rotation und durch viele Scheiben innen drin beschleunigt und die fetthaltige Komponente, der Rahmen, die Sahne, kann oben abgetrennt werden. So, jetzt befinden wir uns im Labor für Filtration, für die Sprühtrocknung und in dem Labor sind auch die Homogenisatoren untergebracht. Damit können wir klären, was heißt Milch homogenisiert. Wir hatten ja jetzt geklärt, die Standardisierung auf 1,5% erhalten wir durch entsprechende Zusammenmischung der Sahne und der Magermilch. Jetzt wollen wir klären, was heißt homogenisiert. Und die Milch hat recht große Fetttröpfchen, etwa 10 Mikrometer. Und wenn die Milch stehen würde, würden diese Fetttröpfchen anfangen, sich zusammenzulagern und oben eine entsprechende Fettschicht bilden. Das wollen wir vermeiden. Sie soll langzeit- und lagerstabil sein. Und deswegen wird in einem unserer Homogenisatoren homogenisiert. Dabei wird die Milch unter hohem Druck, hoher Druck heißt mehrere hundert Bar, durch eine Düse oder durch einen Spalt gegen eine Wand geschossen. Die Fetttröpfchen zerplatzen, werden sehr, sehr klein und die Phospholipide der Milch schließen die kleinen Fetttröpfchen ein, stabilisieren sie und die Milch kann nicht mehr aufrahmen. Das heißt homogenisiert. So, als letzter Begriff fehlt uns noch ultrahoch erhitzt. Unsere Milch soll lange haltbar sein, aber soll keinen Kochgeschmack aufweisen. UHT heißt, wir machen eine Ultra-Hoch-Kurzzeiterhitzung. Das erfolgt in dieser Versuchsanlage oder in dieser halbtechnischen Anlage. Dabei wird über eine Pumpe die Milch durch ganz viele Rohrschlangen gefördert. Das ist ein Doppelrohrwärmeübertrager und der ist modular aufgebaut. Zunächst wird die Milch auf 80 Grad erwärmt. Dabei werden die bestimmten Proteine denaturiert, damit die Milch sich nicht absetzen kann, keine Haut bildet, den Apparat nicht verkrusten kann. Für einen industriellen Prozess sehr, sehr wichtig. Die Beta-Lactoglobuline werden denaturiert. Danach wird innerhalb kürzester Zeit die Temperatur von 80 auf 135 Grad erhöht und dann für wenige Sekunden, 3 bis 5 Sekunden, für 135 Grad gehalten. Das reicht aus, dass die Keime abgetötet werden, aber Vitamine erhalten bleiben, kein Kochgeschmack ausgebildet wird. Danach muss schnell wieder abgekühlt werden, auf von 135 auf 80 Grad, letzten Endes auf 20 Grad und danach kann das Ganze abgekühlt und verpackt werden. Um den intensiven Wärmetransport hier drinnen zu gewährleisten, besteht die Anlage immer aus einem kleinen Innenrohr, einem Außenrohr. Im Außenrohr wird ein Heizmedium gefördert, hier Thermoöl. Im Inneren kann unsere Milch homogenisiert werden. Eine weitere Form der Aufbereitung oder auch der Entkeimung ist die Möglichkeit, Filtrationsverfahren zu nutzen. Wir starten, und das werden wir im Weiteren auch sehen, immer vom Kleinen zum Großen. Wir machen immer einen Scale-up, so geht man verfahrenstechnisch vor. Und den kleinsten Maßstab, den wir hier untersuchen können, auch in euren Abschlussarbeiten, wir fangen mit einer Flachmembran mit sehr, sehr kleiner Fläche an. Testen Einflussgrößen. Danach kommen wir zum Scale-up. Scale-up heißt, diese Flachmembran, die Fläche muss maximiert werden, wird aufgerollt zu einem Spiralwickelmodul. Die einzelnen
Trennschichten sind dabei durch sogenannte Spacer-Abstandshalter voneinander getrennt und wir bekommen enorm viele Fläche, viele Quadratmeter auf wenig Volumen. Die entsprechende Anlage zeige ich euch hier drüben. Hier sehen wir, ist das entsprechende Spiralwickelmodul in der entsprechenden Anlage integriert. Und je nach Porengröße können wir verschiedene Filtrationsverfahren hier im Milchlabor entsprechend durchführen. Wir haben Anlagen für Ultrafiltration, Mikrofiltration, Nanofiltration und Umkehrosmose. Neben polymeren Membranen untersuchen wir zusätzlich auch keramische Membranen. Auch diese können als Multikanal-Tube ausgeführt werden. Und auch hier schauen wir uns den entsprechenden Scale-up an, immer vom kleinen zum großen. Und hier sind sehr, sehr kleine Porendurchmesser im Nanofiltrationsbereich möglich.